Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge vom FM15. Wir machen heute weiter mit Hertha und danach, ja, das große, große, große Spiel gegen Dortmund im Pokal-Halbfinale. Das wird ganz schön schwer. Ich habe mir über die letzten paar Ingame-Tage so ein bisschen Gedanken gemacht, wen man sich holen könnte als ZDM. Hab unter anderem gesehen, dass Lucas Silva von Paris hier im Spiel mittlerweile unzufrieden ist. Den hätte Paris für 7 Millionen abgegeben, habe sofort mal ein Angebot rausgeschickt. Allerdings, ja, Lucas Silva will ganz schön viel Kohle haben. Der ist mittlerweile auch gar nicht mehr hier, glaube ich, zu sehen. Nein, bei Lucas Silva, glaube ich, auch ein bisschen weiter unten sein müsste. Ist er. Also ist sogar transferlistet, allerdings. Er verdient 350.000 die Woche. Bei uns verdient halt Lasogga schon 110.000 die Woche und das ist schon sehr, sehr viel. Und nein. Nein, 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 nein. Ich hatte dann ein sehr interessantes brasilianisches Talent gefunden. Und zwar hier, wo ist er, wo ist er? Cassio, der sah ganz nett aus. Ich meine, der ist 19, hat einen 1,5 Millionen Marktwert. Allerdings so als, naja, Sofortersatz wird es wohl eher nichts. Aber da könnte man vielleicht mal nachfragen. Und vor allem, wenn man einen Brasilianer so früh holt, dann kann das schon was werden, verdient auch nicht wirklich viel. Können wir mal nachfragen, weil die Werte, die sehen schon wirklich sehr interessant aus, muss man mal sagen. Also für 19 sind das schon richtig gute Werte. 15 Tackling, 18 Teamwork und 16 Stellungsspiel, das ist alles super. Einsatzfreude hat er 18, das sind richtig gute Werte. Grundfitness ist auch super. Sprunghöhe könnte ein bisschen besser sein. Auch vor allem, weil er 1,74 nur ist, aber das kann man ja auch alles trainieren. Und deshalb würde ich ihn gerne mal anfragen. 14,5 Millionen. Er hat auf jeden Fall Potenzial wahrscheinlich, hat auch der Scout gesagt. Oder was hat denn der Scout gesagt? Cool, er hat gesagt, wir sollen ein Auge auf ihn werfen, beziehungsweise behalten. Wie wär's denn mit 3, nee, sagen wir mal 5 Millionen? Knapp. Okay, na gut. Ich würde sowieso sagen, dass wir uns erstmal nach dem Pokal darauf konzentrieren sollten, was wir nun machen. Nächstes Jahr ist ja auf jeden Fall Hauptziel Meisterschaft. Klingt ein bisschen surreal, allerdings ist es halt wirklich so, dass es das Hauptziel ist für uns. Ihr seht, ich habe sehr, sehr viele ZDMs gescoutet. Wir haben Rafa im Team der Woche und unser Angebot für Cassio wurde abgelehnt. Da werde ich auch mal ein bisschen Unruhe stiften und sagen, dass ich den gerne haben würde. Interesse bekunden ja doch, doch schon. Sonst, die werde ich mir alles später mal anschauen. Das sind aber auch alles so junge ZDMs, die halt einen hohen Marktwert haben. Also seht ihr, die sind maximal 19 und haben halt. Okay, ja, zum Beispiel nicht 19. Aber die haben schon einen guten Marktwert, also für das Alter. Deshalb sehen die vielleicht ganz interessant aus. Und deshalb habe ich die auch nur gefunden. Also ich habe da jetzt nicht wirklich jeden einzelnen Verein angeguckt oder sonst was. Ich habe da einfach nur nach Alter, Position und Marktwert sortiert und dann erstmal gescoutet. So sagen wir mal, dass wir Cassio gerne zum Teil unseres Teams machen würden. Danach geht es jetzt gegen Hertha. Hertha haben wir, glaube ich, in der Hinrunde haben wir sie, glaube ich, geschlagen. Generell, auf jeden Fall haben wir nicht verloren. Und soll heute gerne so weitergehen. Wird natürlich mit einer anderen Startelf vonstatten gehen. Komplett andere Elf sogar. Ich werde wohl fast die gleiche Elf auflaufen lassen wie im Rückrundenspiel gegen Dortmund, wo wir 2 zu 0 gewonnen haben. Alle Spieler träumen davon, ja, ich träume auch davon, beim HSV zu spielen. Rui Patricio. Und warum? Ach so, Portugals bester ausländischer Fußballer. Und Rafa ist auch nominiert, aber gut, Ronaldo wird das ja wohl schon gewinnen, oder? Ja, mit den Stats auf jeden Fall. 48 Spiele, 30 Tore, sollte er schon machen. 15 Vorlagen. Wie sieht's bei Messi aus? Messi. Messi hat, na, 23 Tore. Nee, 31 insgesamt in 60 Spielen. Holy shit, wie viele Spiele? 13 Vorlagen. Wie sieht's sonst so in der BBVA aus? Cavani, okay. Oh, Correa, wow. Rescaldani. Okay. Komplett übertrieben anscheinend. Sonst. Ja.
Ich glaube, nichts Großes. Wir wollten, stimmt, der eine hat mal gesagt, ich soll doch gerne mal die Zweitligatabelle anschauen. Ich weiß gar nicht, ob ich das nicht gemacht habe in der letzten Folge, aber wir machen es einfach mal. Freiburg immer noch ganz oben. Die werden wohl aufsteigen, 5 Spieltage vor Schluss. Lautern und Augsburg sowie Union punktgleich. Das ist eng. Osnabrück möchte auch. Fürth auch. Also bis Platz 6 könnte es doch echt eng werden. Und unten Aalen, Düsseldorf und Sandhausen, Darmstadt auch noch punktgleich mit Sandhausen. Dritte Liga, Wien Wiesbaden mittlerweile aufgestiegen. Ingolstadt und Regensburg wollen auch noch, aber hier ist es auch noch sehr eng. Und Kiel ganz unten. Nun gut. Pressekonferenz ist uns wurscht. So möchten wir dann hier gegen Hertha gewinnen. Also B11 eigentlich. Alle Spieler, die jetzt nicht spielen, bis auf Adler, werden dann wahrscheinlich gegen Dortmund spielen. Wie gesagt, wird größtenteils die gleiche Aufstellung werden wie im Rückrundenspiel. Nur wird Diekmeier anstatt Anger spielen. Bayern gegen Schalke. Komm, Schalke, pusht euch mal. 1-1. Okay. Ja, das ist eigentlich zu weit weg. Also wir könnten jetzt auf einen Punkt rankommen wieder. Aber ach, das ist. Gegen wen muss Bayern dann noch? 4 Spieltage haben wir dann noch. Also ich bin sogar gegen United an Leverkusen. Da könnten sie sogar vielleicht nochmal einen Unentschieden holen. Das wird doch wohl nicht. Aber dann müsst ihr jetzt wirklich alles gewinnen. Also auch gegen Hoffenheim dann hier. Hertha muss jetzt gewonnen werden. Ich habe es eigentlich schon abgeschrieben, muss ich sagen. Aber. Vielleicht lässt Bayern ja jetzt noch so ein bisschen federn. Vor allem, wenn jetzt wirklich die Spiele nacheinander kommen. DFB-Pokal haben sie ja keinen mehr, also kein Spiel mehr. Aber Champions League ist halt auch sehr eng. Dortmund gewinnt 4-1. Frankfurt 1-1 unentschieden gegen St. Pauli. Hannover 4-1 gegen Hoffenheim. Und Wolfsburg 2-2 gegen Bremen. Ist Bremen mittlerweile schon abgestiegen? Nee, noch nicht. Aber ich glaube, die werden sich nicht mehr retten können. So, Startelf passt komplett eigentlich, also da müssen wir eigentlich gar nichts mehr machen. Lustenberger, Sabitzer und Plattenhardt sowie Joselu fallen wohl aus. Also Hertha wohl ein bisschen ersatzgeschwächt. Sind auch momentan nicht wirklich gut dabei. Und sonst. Müssen wir schauen, wie das so läuft. Also ich glaube trotzdem an meine Startelf, auch wenn das hier die B11 ist. Sind ja auch alles ganz gute Jungs. Wirrenbach immer wieder dabei. Hertha, letztes Spiel gewonnen, davor auch gewonnen. Ja, haben eine Dreier-Siegesserie. Aber ich würde mal sagen, wir sind auch nicht wirklich schlecht dabei. 4-1-4-1 spielen sie. Das ist vielleicht ein bisschen jetzt die schlechte Entscheidung von mir gewesen, 4-4-2 zu machen, weil wir dadurch natürlich keine Kontrolle, keine große Kontrolle im Mittelfeld haben. Allerdings, bin jetzt mal nicht so pessimistisch. Also die Jungs sind ja auch keine schlechten. Und vor allem, gerade die Jungs, die nicht so oft spielen, haben jetzt halt die Chance dadurch, dass sie sich mal beweisen können, dass sie mal rankommen können an die erste Elf. Wenn jetzt hier irgendjemand einen Hattrick macht, dann sage ich, oh ja, du darfst gegen Dortmund ran. Zum Beispiel. Mal schauen. Wallenborn auf Matti Steinmann auf Aigner, der kommt schön. Schade, dass er nicht durchkommt. Janne Gerhardt, der wird es dann aus der Distanz probieren. Ist kein Spieler dafür. Matti Steinmann jetzt mal runter. Schön auf Aigner. Nächste Flanke, die kommt gut. Schon wieder geklärt. Jetzt mal nach oben am besten. Nur eine schöne Flanke am besten von Anger. Die kommt sogar sehr gut auf Embolo. Embolo, Embolo, Embolo. 1-0. Nach 4 Minuten, das ging ganz schön schnell. Embolos 16. Tor in seiner Debütsaison für uns. Das ist ein super Einkauf gewesen. Also. Puh. War einfach nur klasse. Angers Flanke war aber auch richtig gut. Also da bin ich auch relativ überzeugt gewesen bisher von ihm. Also der Einkauf von Anger hat sich bisher wirklich gelohnt, finde ich. Jedenfalls ist er besser als Mode. Gerhard Müller. Da kommt Steinmann nicht ganz ran. Gerhard ist aber noch da. Nimmt mal den sicheren Weg über Föhrenbach. Ja, schön auf Aigner und was macht er? Steckt durch auf Embolo und der macht das 2-0 Doppelpack. 3 Minuten nach seinem 1-0 Treffer schon. Ist natürlich ein bisschen bitter für Lasogga, dass er jetzt hier nicht spielen darf. Aber ich glaube sowieso, dass nicht mehr an Lewandowski rangekommen wäre. Trotzdem, Tore wären für ihn jetzt natürlich auch schon
wahrscheinlich möglich gewesen, aber er soll halt fit sein für Dortmund. Und jetzt aktuell hätte er, glaube ich, nur 78% Fitness oder so gehabt. Muss ja auch nicht sein. Der soll da schon Dortmund einfach wegbomben am besten. Und ja, wir sind gut dabei hier. 2-0, perfekt. Ging schnell, wir werden jetzt auf einen Punkt halt wieder ran. Tordifferenz ist aber bei den Bayern natürlich deutlich besser. Also, da müssen wir gar nicht lange überlegen. 41 bei uns, 55 bei Bayern. Das ist, ach, zu übertrieben leider. Aber dieser eine Punkt, das könnte vielleicht wirklich noch spannend werden. Halt Leverkusen könnte interessant werden, ob die schaffen könnten, Bayern dann noch einen Punkt abzuluxen, beziehungsweise zwei. Leverkusen momentan auf 7. Die haben zwar überhaupt nichts mehr hier mit zu tun, mit der Gruppe hier oben. Eigentlich hat Dortmund, eigentlich ist es durch hier alles. Aber hier oben könnte vielleicht auch was passieren, wer weiß. Es wäre halt so schön. Aber irgendwie, so langsam sind wir auch drauf und dran, mal ein Ligaspiel zu verlieren. Ich meine, wir können ja nicht alles gewinnen. Irgendwo muss ja mal eine Niederlage kommen. Bisher haben wir uns immer gut rausgehalten, außer halt gegen United zweimal. Aber ja, kein Ligaspiel. Dieser Druck halt, ne, er wächst langsam. Ich hoffe mal, dass meine Spieler das nicht spüren. Aber die sind eigentlich alle gut gepolt. Aber jetzt erstmal Hertha. Behrens kommt hier nicht dran. Wallenborn macht das gut. Föhrenbach macht das ebenfalls sehr gut. Und Nicolai Müller spielt jetzt keine große Rolle mehr bei uns in dieser Saison, aber trotzdem immer noch gut, wenn man ihn spielen lässt. So wie auch hier und trifft sogar die Latte. Ich dachte, das wäre auch die Chance für Embolos Drittes gewesen. Ich bin auch sehr überrascht, wie gut dieses 4-4-2 einfach funktioniert. Also ich dachte ja, dass sich das vielleicht, ja, so, ja, vielleicht 8 bis 10 Mal in der kompletten Liga spielen werde. Jetzt sind es wahrscheinlich schon 20 oder so. Das funktioniert schon echt gut. Hätte ich so nicht erwartet, dass diese Taktik so gut funktioniert. Ich werde auch nicht mehr wechseln, wir haben eh schon Nachspielzeit. War ein komplett souveränes Spiel. Hatten nur 3 Szenen und 3 waren auf unserer Seite. Heißt auch einiges über diesen Spielverlauf. Aber wir beschweren uns da bestimmt nicht. 30 Sekunden haben wir noch. Kriegen hier sogar nochmal den Ball über Scheer und Yannick Gerhardt. Heute auch alle ein gutes Spiel gemacht. Das wird es jetzt hier komplett gewesen sein. Keiner möchte mehr nach vorne. Außer Adler anscheinend. Und dann haben wir jetzt noch 5, 4, 3, 2, 1. Und jetzt müsst ihr gleich abpacken. Jetzt pfeift er ab. Und wir gewinnen 2 zu 0 gegen Hertha, setzen unsere Serie weiterhin fort. Das ist super. Wir sind auf einen Punkt dran an Bayern. Embolo mit dem Doppelpack. Nach 8 Minuten war das Spiel dann schon entschieden. Anger hat ein gutes Spiel gemacht, das stimmt wohl. Und Embolo, ist der vielleicht wieder drin in den? Nee, 20 Tore, Luka Jovic, Alter. Das ist unglaublich. Di Santo 17 Tore. Wie viele hat jetzt Embolo gemacht? Der muss ja auch schon so unfassbar viel haben. Embolo. Der hat jetzt in, warte, ich nehme mal lieber die schöne Statistik, die groß ist. Embolo, hier möchte ich drauf. Die hier möchte ich sehen. Also, hier ist es sogar ein Spiel mehr. Gut, das nehmen wir hier mal weg, weil das ist nicht für uns. Deswegen war das gerade ein bisschen anders. 31 Spiele hat er gemacht. 17 Tore, 9 Vorlagen. Also für die erste Saison. Das ist klasse. 14 Tore in der Bundesliga gemacht. 2 in der Champions League, 1 im DFB-Pokal. Statistiken sehen auch richtig gut aus. Super. Super, super, super. Und ja, jetzt wird's spannend. Dortmund, also die haben ja eben 4-1 gewonnen gegen Mainz. Aha. Ja, das interessiert uns jetzt aber auch erstmal nicht.
Ich habe mir die Aufstellung nochmal hier angeguckt, aus dem Rückrundenspiel. Deshalb habe ich das eben auch komplett anders gemacht. Erstmal schauen, vielleicht Leverkusen eine gute Form rausnehmen, damit sie dann gegen Bayern gut spielen können. Nein, verlieren gegen Köln. Super. Ich glaube, da müssen wir uns keine großen Hoffnungen machen, dass sie gegen Bayern einen Unentschieden oder sogar einen Sieg holen könnten. Nürnberg gewinnt mal gegen Stuttgart und Gladbach gewinnt auch mal. Und das gegen Leipzig. Überraschung. Gladbach jetzt hier unten, Leipzig auf den Relegationsplatz jetzt, Nürnberg auf Platz 15 hochgerutscht. Wird eng, ne, für die beiden Vereine da unten. Also wir werden in einem 4-3-3 spielen jetzt gleich, denn so haben wir auch Dortmund mit 2-0 in der Rückrunde geschlagen. Und auf den Außen werden wir dann... Ja, das ist schön. Embolo, Aigner, Anger sind bei uns im Team der Woche. Ja, Van der Vaart. Siehst du, was macht eigentlich Van der Vaart? Letztens, als wir nachgeguckt haben, hatte der da sowas von beschissene Statistiken. Er hat jetzt, oh Gott. Echt, er kam 13 Mal als Einwechselspieler rein. Ja, das ist ja unglaublich. Also er hat 29 Spiele, 0 Tore, 4 Vorlagen. Ich glaube, das war die komplett richtige Entscheidung, ihn abzugeben. Sein Vertrag läuft aus. Möchtest du vielleicht schon als Scout für uns arbeiten? Nein. Er möchte gerne noch spielen. Das ist krass, ne, wie schlecht er geworden ist, aber war ja irgendwie abzusehen. Also, stellen wir mal auf. Keeper weiß ich gerade noch nicht. Das wird eine komplette Bauchentscheidung werden. Also in der Innenverteidigung haben wir Jim City und Tah. Paslak wird den vorgeschobenen Spielmacher machen. Berami den Sechser. Diekmeyer wird Rechtsverteidiger spielen, Oschelek Linksverteidiger, da haben wir die Viererkette schon fertig. Unser Box-to-Box-Mitspieler wird natürlich Arsenal werden. Embolo kommt auf die Bank, weil er sogar in den Sturm kommt. Rafa auf die linke Seite und Melvin Kohl auf die rechte Seite. Dafür kommt dann natürlich Maxi Meister auf die Bank, um ein guter Backup zu sein, genauso wie Nicolai Müller. Dann haben wir alle offensiven Optionen schon für die Bank erledigt. Yannick Gerhardt, Matti Steinmann kommen ebenfalls auf die Bank. So wie Fabian Scheer als Innenverteidiger-Backup und dann Anger als Außenverteidiger-Backup. Jetzt brauchen wir nur noch einen Keeper. Und ich, ja, entscheide mich für Rajkovic. Mein Gefühl sagt mir einfach, Rajkovic würde bei einem eventuellen Elfmeterschießen mehr halten. Das ist die einzige Entscheidung, warum. Was haben Sie dazu gesagt, dazu zu sagen, dass Jürgen Klopp für das kommende Spiel Stefan Aigner als Schwachstelle des HSV ausgemacht hat? Ist mir Schmierwurst. Darf gerne seine Meinung haben, aber bei mir ist das sowas von egal, zumal er auch gar nicht spielen wird. Weil es vielleicht ganz interessant wäre, ihn jetzt in die Startelf reinzupacken, dann macht er wahrscheinlich ein Tor. Aber ich vertraue Kohl ein bisschen mehr. Auch wenn es echt sehr interessant wäre. Ach, heute schon wieder Bundesliga. Dürfen die schon wieder vorspielen, Frankfurt gegen Stuttgart, oder war das das Wiederholungsspiel? Das kann natürlich auch sehr gut sein. Köln und Stuttgart müssen noch ein Spiel machen, dann war das, glaube ich, ein Wiederholungsspiel. Also nicht Wiederholungsspiel, sondern halt ein Spiel, was nachgeholt haben. Weil keiner hat gerade 31 Spiele. Wie sieht es jetzt in der zweiten Bundesliga aus? Da sieht es auch sehr eng aus, von daher ist das sehr interessant. Union jetzt Erster und Freiburg nur noch auf 3, Fürth auf 2, Augsburg runtergekickelt auf 4. Osnabrück und Lautern bleiben dran. Ist auch sehr interessant. Darmstadt jetzt auf Platz 16. Können wir, glaube ich, weiterhin so im Auge behalten noch. Also, puh. Dortmund. Der Finalgegner wird Leverkusen werden. So wird Dortmund wohl antreten. So haben sie jedenfalls vor 4 Tagen gespielt. Wobei es sein kann, dass sie vorne natürlich mit Max Kruse dann spielen. Ich musste mal kurz in mich gehen. Also 4-3-3, wir haben mit dieser Elf Dortmund geschlagen. Dortmund, 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 Dortmund. 4-1 gegen Mainz gewonnen. Ein Elfmeter war dabei. Hatten sehr viel mehr Ballbesitz in der Mitte. Insgesamt denke ich auch viel mehr. Haben das Spiel komplett dominiert.
Mainz war effektiv, wir müssen auch effektiv sein. Boah, Dortmund hat echt in den letzten drei Ligaspielen jeweils immer vier Tore gemacht. Die sind gut in Form. Mkhitaryan ist sehr gut in Form. Hat hier zweimal getroffen, gegen Mainz hat er getroffen. Und hier hat er nicht getroffen. Das wird ein sauenges Spiel. Das wird aber sowas von eng. Also, wer gewinnt, steht im Finale des DFB-Pokals und muss gegen Leverkusen ran. Startelf von Dortmund, Startelf vom HSV, Green und Kruse vorne im Sturmzentrum für Dortmund. Das ist einfach so geschaffen für diese Schlagzeile, dass Green uns rausschießt. Klug sein und jetzt alles richtig machen. Reus, Weakfoot, genauso wie Max Kruse. Max Kruse kein Target Marking. Schmelzer wird, denke ich mal, nicht so oft nach vorne kommen, aber nee, machen wir nicht. Großkreuz, der wird, glaube ich, öfters nach vorne kommen, weil Volland mehr in die Mitte zieht. Und deswegen müssen wir Volland auch auf den Weakfoot zwingen, genauso wie ihn ins Pressing nehmen. Niklas Stark, der wird versuchen abzuräumen und das Spiel zu eröffnen, wenn er den Ball von den Innenverteidigern Ginter und Mustafi bekommt, deshalb hartes Tackling, aber nicht schwacher Fuß. Jojic wird schwer, der hat uns ziemlich Probleme gemacht im letzten Spiel, deshalb sollten wir ihn auch vielleicht ins Pressing nehmen. Allerdings würde ich ihn schon, nee, passt schon, passt schon. Reus. Bei Reus müssen wir eigentlich noch irgendwas machen. Ich würde ihn gerne ins harte Tackling nehmen. Und Green, ja. Ist das so gut? Ich würde sagen, ja. Jungs, ne, also. Wir können hier halt ins Finale kommen. Das sollte eigentlich Motivation genug sein. Bitte keinen schlechten Start. Bitte keinen schlechten Start. Eieiei, ich bin ja so aufgeregt jetzt, ne? Das wird, glaube ich, sehr, sehr schwer hier. Dortmund super in Form. Wir sind natürlich auch in Form, aber es wird trotzdem sehr schwer. 5 Minuten erst um. Jojic auf Green. Auf Kruse. Oh, gut durchgesteckt auf Green. Oh, Diekmeier zum Glück gerade noch dazwischen. Das war ganz schön eng. Ich glaube, Dortmund möchte eher den Ball haben, deswegen werden wir mal kontern. Glück gehabt, dass der Ball da gerade nicht reingegangen ist und Diekmeier sich da so dazwischen geschmissen hat. Ah, Dortmund jetzt fangen sie an, ein bisschen mehr Ballbesitz zu generieren. Wir haben einen schönen Freischuss vielleicht. Jo, jetzt kriegt Gelb. Das ist ganz gut so früh in dieser Partie. Freistoß war allerdings nichts. Trapp aber weit vorne. Sehr weit vorne. Den hat Tah. Und Paslak. Sehr schön. Jetzt kann man vielleicht was gehen. Trapp müsste mittlerweile in seinem Tor zurück sein. Paslak. Arslan. Schlecht gemacht. Paslak schnell dazwischen. Gut gemacht. Pass auf Lasogga. Der kommt mit Glück durch. Lasogga. Oh, scheitert leider mit seinem Schuss. Das war ganz schön glücklich, wie da Ginter nicht mehr zum Ball gekommen ist und Lasogga da durchgekommen ist. Schade, dass da kein Tor bei rausgekommen ist. Tim Paslak hat sich verletzt, das ist nicht gut. Das ist sehr schlecht. Das ist richtig schlecht. Scheiße. Matti Steinmann oder. Oder was Verrücktes. Oder was Verrücktes. Nee, Matti Steinmann. Verrücktes ist mir zu verrückt. Scheiße, Paslak, das wäre halt so wichtig gewesen, weil er halt auch super Distanzschüsse hat. Das wäre halt super in diesem Spiel gewesen. Scheiße. Hauptsache auch nichts Schlimmes.
weil die Saison natürlich nicht mehr lange ist, aber trotzdem muss nicht sein, dass er jetzt irgendwie was richtig Schlimmes hat. Jungs, ja, schießt das eine Tor und holt uns einen Sieg. Kommt schon, Jungs. Das ist ein sehr enges Spiel. Auch von den Statistiken her dürfte das sehr eng sein. Liest sich jedenfalls unten genauso. Ja. Schussgenauigkeit bei beiden eher schlecht. Schauen wir mal, wie es jetzt so läuft in der zweiten Halbzeit. Was sagt unser Co. noch so? Müssen wir die Flanken vielleicht mal ein bisschen höher schlagen? Wir werden die ja immer so halb hoch schlagen. Schmelzer kriegt zu viel Platz zum Flanken. Okay. Dann denken wir mal Schmelzer und Reus ein bisschen besser und werden unsere Flanken ein bisschen umstellen. Wenn unser Co. das meint. Berangi und Oschenek mittlerweile gelb. Bender kam rein für Stark. Dann sollten wir Bender jetzt ins harte Tackling nehmen. Mkhitaryan kam auch mittlerweile rein für Green, den wir nur auf den Weakfoot hatten. Mkhitaryan hat leider keinen Weakfoot. Kruse kam nicht rein, der war schon drinne. Dortmund hat zweimal gewechselt bisher. Müssen wir ihn eigentlich ins Pressing nehmen, deswegen. Jetzt kommt Dom rein für Kruse. Okay, taktischer Wechsel. Ach, Volland geht dann in den Sturm. Dom auf links. Dann nehmen wir das hier bei Volland raus. Jovic bleibt, Reus bleibt. Volland. Sturm. Reus jetzt auf der rechten Seite versucht er da wahrscheinlich auch so ein bisschen Oscholek rauszuspielen und hofft wahrscheinlich, dass er gelb-rot bekommt. Da müssen wir dann gleich mal Oscholek anweisen, dass er doch bitte ruhig bleiben soll. Also bei Volland würde ich ungern noch mehr machen. Reus lassen wir so. Und Dom, auf jeden Fall Weakfoot. Dann würde ich jetzt Pressing jetzt aber bei Schmelzer rausnehmen, nur bei ihm beim Weakfoot bleiben. Und Pressing lasse ich auch nicht bei Dom machen. Ich hoffe einfach mal, dass meine Jungs das schon schaffen werden. 15 Minuten noch. Großkreuz ebenfalls gelb und oh Gott, Dortmund hat mal einen Einwurf. Der kommt ziemlich lang. Großkreuz. Oschelek dazwischen. Oh, der hat schon gelb. Und er muss runter. Er muss runter. Großkreuz kriegt die rote Karte, aber warum? Das war doch ja nichts, oder? Also, warte mal. Das hier ist Großkreuz. Der hat schon gelb, das ist klar. Kommt hier rein, nimmt den Ball gut mit und dann schmeißt er sich dahin. Aber er macht doch eigentlich gar nichts. Oder war es wegen der Schwalbe? Hat er jetzt ernsthaft wegen der gelben Karte eine Schwalbe bekommen? Steht unten vielleicht was? Erik Dom wirft ein. Oh, Schleck kann Großkreuz. Oder von. Gutes Service. Ah, wirklich. Wegen der Schwalbe kriegt Großkreuz gelb-rot. Wenn er nur rot bekommen hatte, oder? Nee, gelb-rot. Aber das ist schon saudämlich. Das ist schon saudämlich im Halbfinale vom DFB-Pokal gelb-rot zu bekommen, weil man schwalbt. Aber Glück, dass Wolfgang Stark das so gesehen hat. Die Frage ist jetzt, was macht Dortmund? 4-3-1-1. Reus als vorgeschobener ZM. Dom macht jetzt den Rechtsverteidiger. Bender ins harte Tackling, ja. Reus lassen wir. Ja, Reus sollten wir jetzt. Nee, passt schon, passt schon, passt schon. Ich nehme das mal weg, sonst irritiert mich das ein bisschen.
Volland weiter in vorne. Freistoß von Rafa. Der kommt gut. Oh, machen, machen. Gulasogga! In der 83. Minute. Alter, wie der Ball halt auf der Linie rumtanzt. Yes! Klasse Freistoß von Rafa. Da war die Dortmunder Abwehr noch gar nicht richtig sortiert. Und der war doch eigentlich schon drinne hier, oder? Oh, hu. 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 Das möchte ich mir gerne nochmal anschauen. Alter, holy shit. Also der Freistoß von Rafa, der war super. Den zieht er halt perfekt aufs Tor. Und hier die Mauer, die war noch gar nicht richtig sortiert. Mit Jojic zum Beispiel. Auch hier haben sie sich noch gar nicht richtig sortiert. Das hat er schnell gemacht. Sie stehen halt noch gar nicht richtig. Und dann schießt er halt schon. Der kommt halt perfekt eigentlich. Trapp kann da kaum noch was machen. Und da sogar staubt dann ab. Und bringt uns hier im Halbfinale in Führung. Aber Dortmund muss jetzt natürlich viel machen. Jojic. Oh, gut gemacht. Schmelzer flankt in die Mitte. Tade zwischen Jojic schickt nochmal ab. Auf Mustafi. Natürlich jetzt weit aufgerückt. Unten ist ganz schön viel Platz für Reus. Scheiße. Oh, fuck. 1 zu 1. Knapp 2 Minuten nach dem Führungstreffer, der Ausgleichstreffer. Unglaublich. Klasse gemacht von Mustafi, dass er den hier unten sieht. Und Rafa eben noch das Tor gemacht. Jetzt lässt er Reus hier komplett blank stehen. Das ist natürlich dann natürlich scheiße. Fuck. Kurz geträumt und schon ist es wieder aus. Reus sitzt jetzt ein bisschen defensiver. Bender weiter vorne. Das macht doch gar keinen Sinn, Klopp. Was soll denn das? Ich lasse das jetzt, glaube ich, erstmal so. Und dann lassen wir, glaube ich, die Verlängerung drauf ankommen. Oder ist das zu riskant? Ich werde auf jeden Fall auf Kontrolle gehen, weil jetzt müssen wir den Ball für uns eher laufen lassen und nicht Dortmund hergeben. Ich werde Melvin Kroll rausnehmen. Ich überlege gerade so ein bisschen, ob ich vielleicht auf das 4-4-2 gehe. Mit einem Mann mehr könnte das vielleicht was werden. Allerdings muss die Zentrale dann hier. Müssen dann Jimsi Tatar und dann wahrscheinlich Arslan und Berami. Mit Mkhitaryan, Kruse, Reus und Jojic klarkommen. Ich glaube, da behalte ich lieber meine Stabilität. Zumal Arslan und Matti Steinmann das bisher eigentlich ganz in Ordnung machen. Nicolai Müller, Maxi Beister oder Embolo als RM. Bei Embolo könnte ich dann immer noch auf ein 4-4-2 gehen. Er kann das ja auch da rechts vor außen. Flanken geht ein bisschen besser, aber ich vertraue mal auf seine Form. Vielleicht klappt's ja. Jungs, konzentriert euch. Es wird hier noch ein enges Spiel. 2 Minuten gibt's oben drauf. Ich denke mal, jetzt wird nicht mehr viel passieren. Und wir gehen in die Verlängerung. Ich werde mal kurz doch wieder Schmelzer ins Pressing nehmen. Jungs, brauchen nur ein einziges Tor. Ein einziges Tor. Dann sind wir hier durch. Oh, das wird noch so schwer. Ob wir wirklich ins Elfmeter schießen müssen? Oh, ich hoffe nicht. Das wird. Oh, das wird grausam dann. In der ersten Halbzeit passiert wohl nicht wirklich viel. Wag ich's? Also in der ersten Halbzeit ist absolut nichts passiert. Ja, doch, ich wag's. Wir müssen hier gewinnen und dieses 4-4-2, das wird gewinnen können. Aber da müssen wir jetzt kurz noch die gegnerischen Anweisungen umstellen.
Was ist das? Was ist das? Sollten wir es vielleicht exploiten und über rechts versuchen? Rechts haben wir jetzt 9 mit Müller. Da ist immer noch Embolo. Schmelzer ist dann ganz alleine. Das müssen wir einfach probieren, natürlich. Das, natürlich. Natürlich, wenn da was fehlt, dann müssen wir über den rechten Flügel spielen. Selbstverständlich. Oh Gott, Reus mit dem Freistoß. Alter, Rajkovic, nein! Nein, Rajkovic, nein! Das kann nicht sein Ernst sein. Ich höre nie wieder auf mein Bauchgefühl. Scheiße. Unfassbar. Unfucking fassbar. Scheiße. Das kann nicht sein Ernst sein. Das kann nicht sein Ernst sein. 9 Minuten nur noch. Kommt noch nicht direkt zum Gegner. Reus. Ach. Bloß keinen Scheiß jetzt mal machen. Jojic. Gut durchgesteckt. Das war's. Ist das bitter. In Unterzahl halt, ne? In Unterzahl machen sie 2 Tore. Oh Gott, ist das bitter. Das war halt die beste Vorlage, ne? Bessere Vorlage kannst du eigentlich gar nicht haben. Eine Verlängerung dann halt noch in Überzahl zu spielen. Ja, war halt mein Fehler. Ich hätte halt einfach Adler spielen lassen müssen. Denn es waren 2 Keeper-Fehler. Beim ersten sah er auch nicht gut aus, beim ersten Gegentor. Das ist hart. Das ist richtig hart. Oh Mann. Leichtfertig aus der Hand gegeben. Komplett dumm. Fresse, Alter. Ja. Dortmund ist im Finale. Immerhin nimmt er den Fehler auf seine Kappe. Das ist unglaublich. Oh Mann, Jungs, das ist schlimm. Das ist richtig schlimm. Es war halt der Wettbewerb, den ich gewinnen wollte. Und jetzt sind wir raus. Das ist so bitter. So unfassbar bitter.
Komm, wir gehen mal noch bis zum Freitag und hoffen vielleicht, dass Leverkusen was schafft gegen Bayern, damit wir vielleicht auch ein bisschen Hoffnung die Folge beenden können. Irgendwie. Oh Mann. Wir waren halt ein Mann mehr. Ein Mann mehr. In der Verlängerung. Ah. Bitte Leverkusen. Bitte, bitte, bitte Leverkusen. Holt mindestens einen Punkt gegen Bayern. Bitte. Ja, nächste Folge, ne? Nächste Folge wird, glaube ich, ganz schön spannend. Hoffenheim, Bremen, Hannover, Wolfsburg. Schauen wir mal, ne? Bis dahin. Tschö.